Seit über 6 Jahren bin ich Mitglied des Lohnkonzeptnetzwerkes von Peter Reining aus. Peter war vor wenigen Tagen bei mir im Büro und hat ein Interview mit mir geführt. Dieses Interview könnt ihr euch jetzt gerne anschauen in 3, 2, Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute in der Steuerkanzlei Thomas Siese in Leopoldshöhe und ich wollte mich gerne mal heute mit Thomas Siese über das Lohnkonzeptnetzwerk austauschen. Thomas Siese ist gemeinsam mit seinem Team seit nunmehr 6 Jahren im Lohnkonzeptnetzwerk Partner für den Bereich Lage Lippe Lemgo Leopoldshöhe. Und Thomas, erzähl doch mal, wie sind denn deine Erfahrungen bisher? Also ich kann es eigentlich immer nur an mir selber messen, weil ich es als absolut positiv empfinde, sich mit jemandem ohne Futterneid austauschen zu können. Wir sind alle in Wettbewerb und alle Steuerberater wollen natürlich auch ein bisschen mehr machen, ein bisschen besser sein als andere. Dazu braucht man externe Dienstleistungspartner und die haben wir gefunden. Als ich das erste Mal meinen Mitarbeitern vorgeschlagen habe, jetzt geht ihr mal zu so einem Seminar, da kam Stirnrunzeln, was sollen wir da denn? Und als sie wieder kamen, kam die Aussage von allen, wann können wir da wieder hin? Wir sind zwar im Thema Lohngestaltung schon immer zu Hause gewesen, aber Steuerberater haben immer so ein bisschen Probleme mit der Haftungsgefahr. Haftungsgefahr heißt ja immer, wenn mal Sozialversicherung falsch abgeführt wird oder die Lohnsteuer nicht vollständig einbehalten wird, dann schreit immer jeder, der ist schuld. Der haftet. Dafür haben wir auch eine Versicherung. Deswegen weiß ich von vielen Kollegen, die sich für diesem Thema einfach ganz zurückziehen und sagen, mache ich nicht, ist mir zu riskant. Ich sage mal, das ist Unsinn. Durchs Lohnkonzept haben wir gelernt, einfach die Dinge so zu gestalten, wie sie rechtlich zulässig sind. Und das ist etwas, wo kein Steuerberater eine Ausbildung für erhält. Wir haben dadurch ein Alleinstellungsmerkmal bei vielen unserer Mandanten entdeckt, dass viele Mandanten gesagt haben, ey, was kann ich denn für meine Mitarbeiter tun? Und da gibt es sowas wie Erholungsbeihilfen, Warengutscheine, Vergütung für betriebliche Anlagen, die überlassen werden. Alles im Rahmen der rechtlichen, zulässigen Gestaltung. Und da kommt so ein Stichwort Wertschätzung. Eines meiner Lieblingsworte der letzten 5 Jahre. Eine Wertschätzung kann ich jedem gegenüber ausdrücken. Aber es ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch einfach mal die Frage, was kann ich für dich tun? Jetzt hat ja das Lohnkonzeptnetzwerk nicht nur den Ansatz, letztlich fachliche Unterstützung, also Begleitung darzustellen, sondern wir haben natürlich auch einen Marketingansatz. Also wir helfen unseren Netzwerkpartnern, die zum Teil manchmal sehr komplizierten steuerlichen Voraussetzungen so an den Mandanten zu transportieren, dass es für ihn in Richtung Arbeitgeberattraktivierung geht, also wirklich Spaß macht. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben mit den Dienstleistern, die es am Markt gibt, die Möglichkeit geschaffen, aus dem klassischen Tankgutschein ja die Unternehmenskarte zu machen. Wie setzt du das? Wie setzen das deine Mitarbeiter in der Kanzlei praktisch um? Gerade diesen Zwist zwischen, ich sage jetzt mal, langweiliges Einkommensteuergesetz in Verbindung mit Maßnahmen, Arbeitgeber zu attraktivieren. Was sind da deine Erfahrungen? Also im Grunde genommen ist es ganz einfach. Man muss erstmal den Mitarbeiter davon überzeugen, dass das was Gutes ist. Dadurch haben wir eine relativ einfache Situation geschaffen. Jeder meiner Mitarbeiter hat einen Warengutschein bekommen, eine Unternehmenskarte, wo eben entsprechend jeden Monat Geld draufgeladen wird, die dann auch für Nettobezüge sorgen, die beim Einkaufen oder bei irgendwelchen anderen Dingen dann genutzt werden können, auch beim Tanken zum Beispiel. Diese Situation bedeutet für unsere Mitarbeiter, also meine Mitarbeiter im ersten Step, ey, das funktioniert. Ne, ist einfach. Ich weiß von unzähligen Mitarbeitern, die das gerne hätten, es aber nicht bekommen, weil der Chef sagt, das ist mir zu kompliziert, das ist zu anstrengend, da muss ich mich ja irgendwie drum kümmern. Nein, muss er nicht. Das macht der Steuerberater, wenn er einen guten hat, oder der Mitarbeiter des Steuerberaters, der alles einstielen kann. Und ich stelle immer wieder fest, dass diese Dinge auch dazu führen, dass Mandanten mal zu uns kommen oder auch bleiben, weil sie einfach eine Beratung erhalten. Und so eine Beratung wird im Markt bei Steuerberatern eigentlich nie angeboten, weil das ist nicht Kerngeschäft. Wir beschäftigen uns mit Steuerzahlungen, mit Verpflichtungen, mit dem ganzen, gesetzlichen Auflagen, die erfüllt werden müssen und werden dann oftmals verwechselt als Helfershelfer des Finanzamtes. Nein, wir wollen auch dafür sorgen, dass man so wenig wie möglich Steuern zahlt und so viel wie nötig. Und dazu steht das Netzwerk auch gut zur Verfügung und hilft uns einfach, die formalen Hürden zu meistern. Ohne Haftpflichtgefahr. Jetzt macht ihr ja in der Kanzlei schon ganz viel. Ihr macht Internetkostenzuschüsse, Fahrtkostenzuschüsse, mobile Werbung, Fahrzeugüberlassung, Erholungsbeihilfen, Überlassen von Endgeräten, Massagen. Wie sprichst du dann da mit dem Mandanten drüber? Sehr einfach, sehr offen. Als Beispiel Massage. Wir haben alle 2 Wochen eine Massage anhalten von Physiotherapeuten, die unsere Mitarbeiter
gesund halten. Das ist also eine rein betriebliche Maßnahme aus meiner Sicht. Und diese Gesunderhaltung bewahrheitet sich durch nicht mehr vorhandene Krankheitstage. Selbst bei der Mitarbeiterfindung haben wir jetzt bei unserer letzten Einstellung einer Steuerberaterin festgestellt, die ist auf uns gestoßen, weil sie gesagt hat, boah, was macht der denn alles? Steht ja alles auf der Internetseite. Ne? Wie nachhaltig ist der denn? Der macht Solarenergie auf dem Dach, der hat Regenwassertank im Garten. Und aufgrund dieser Tatsachen hat sich bei uns eine Steuerberaterin gemeldet, nachdem wir 2 Jahre gesucht haben. Letzte Frage noch zum Thema E-Portal. Wir haben ja ein Portal entwickelt, wo also ihr die Fachliteratur speziell nur für die gesamte Klaviatur der steuer- und sozialversicherungsfreien Bausteine euch im Grunde als Netzwerkpartner herunterladen könnt. Wie geht ihr damit um? Also wie ist auch da die, ich sag jetzt mal, im Rahmen der Digitalisierung die Auskunftsholung, weil du hattest es vorhin schon erwähnt, wenn es eine Neuerung im Sachbezug gibt, Paragraph 8 Absatz 2, dann kann ich 25.000 Seiten lesen, aber am Ende weiß ich immer noch nicht, bin ich da jetzt auf dem Punkt oder nicht. Ja. Da ist ja unsere Philosophie eine andere, dass wir wirklich nur dann informieren, wenn wir auch Klarheit haben und ich sage jetzt mal, unterhalten uns nicht über könnte, hätte, wollte, wenn ein Entwurf kommt. Ja, vielleicht dazu vielleicht noch eine kurze... Ist relativ einfach. Wir sind auf dem Weg zur Digitalisierung, zur digitalisierten Kanzlei. Dabei haben wir festgestellt, dass viele Fachliteratur auch in Briefen, Rundmails etc. kommt und am Ende des Tages findet man nicht mehr durch, weil es so viel ist, dass man den Überblick verliert. Das Lohnkonzept hat uns dazu gebracht, in diesen Bereichen eine zentrierte Auswahl zu finden, die also überzeugend ist. Man kann, wie meine Mitarbeiter öfters sagen, ja auch googeln, ne? Da kriege ich mal ein Hörnchen und sage, ey, wer das Gesetz nicht lesen kann, ist hier falsch. Aber es ist schon so, man muss also wirklich selektieren und es auf Verständlichkeit überprüfen. Auch da habe ich jetzt einfach eine positive Meldung, man kann das delegieren. Egal, ob es ein Fachverlag ist oder der Spezialist aus dem Lohnkonzept, der einfach sagt, ey, ich habe da was eingestellt, das kannst du lesen, dann verstehst du das auch. Und am Ende des Tages ist es immer wichtig, dass die Mitarbeiter genauso wie jeder Mandant auch die Information so verständlich aufbereitet bekommt, dass er sagen kann, ey, ich habe es endlich mal verstanden. Und das Ganze nicht so kompliziert wird. Also einfach halten ist ein wichtiger Punkt, dabei hilft das Netzwerk und tauscht sich dann sogar miteinander aus. Und ich stelle immer wieder fest, dass einige Mitarbeiter auch gar nicht so gerne Gesetzestexte lesen, genauso ungern wie Mandanten. Ich sage jetzt nicht, dass ich die gerne lese, aber es gehört zum Berufsbild dazu. Man muss es analysieren, verstehen und auch auswerten können. Wenn man dann aber Hilfe bekommt aus Verlagen oder sonstigen Dingen oder tausenden von Fachinstituten, da fehlt mir manchmal auch der Überblick. Und da ist wiederum einer der Vorteile, die das Lohnkonzept-Netzwerk dann einfach mit sich bringt. Wir können uns darauf verlassen, dass die wichtigen und die richtigen Dinge zu finden sind. Einfach, kurz und knapp über digitalisierte Medien. Und schon hat man eine Ablage weniger, einen Mitarbeiter weniger damit beschäftigt, der dann eben Loch in Heften und ablegen muss. Und das wird die Zukunft werden. Ich glaube nicht, dass sich noch lange Papier halten wird, sondern dass es da auch immer weniger wird. Und daran muss man sich auch messen lassen. Wenn ich heute einen Mandanten habe, der irgendeine Antwort haben will, dann muss ich nebenbei gerade mal im PC daddeln oder gucken, was dann als Antwort da gegeben werden kann. Oder ich sage, ja, es dauert mal 3-4 Stunden, ich muss das mal gerade nachlesen. Und diese Geduld hat kein Mandant mehr. Das heißt, also es wird immer schneller, immer kürzer. Ja. Ich wehre mich bei einem, wenn mir einer eine Mail schickt und 2 Minuten später anruft und fragt, warum ich dann nicht geantwortet habe. Warum nicht? Weil das Post ist. Und die dauert ein bisschen. Ich freue mich riesig, dass du bei uns schon so lange Jahre im Netzwerk bist und freue mich natürlich auch auf die nächsten Jahre, die da kommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich heute bei dir in der Kanzlei zu Gast sein durfte, dass wir uns da so ein bisschen zu austauschen konnten. Warum Lohnkonzept? Sicherlich darf dich der ein oder andere auch einfach mal anrufen, wenn es da mal eine Frage gibt. Erfahrungsaustausch, da hast du natürlich auch schon, ja, ich sag jetzt mal, eine ganz, ganz gesunde Selbsteinschätzung und gehörst definitiv nicht dazu, für dich auch zu vereinnahmen, zu sagen, ich weiß alles. Also von daher finde ich das sehr, sehr angenehm, macht mir immer viel Freude. Ja, vielen Dank auch fürs Zugucken und ich würde sagen, herzliche Grüße aus Leopoldshöhe und bis zum nächsten Mal.